Freunde, willkommen zurück auf der Krebach zu einer weiteren Folge kurz vor Jahresende hier quasi. Ja, wir sind jetzt im Oktober. Nee, gar nicht, im November. Entschuldigung, wir sind im November. Und jetzt wird es Zeit, den Mais zu ernten. Und wir müssen auch noch Wiesen, Wiesen mähen. So, die sind auch ready. Gucken wir mal kurz rüber hier. Theoretisch, ich beschleunige mal ein bisschen, sollte das hier jetzt soweit sein alles. Sieht gut aus, erntereif. Sehr schön. Theoretisch hätte ich mit dem Häckseln, wenn ich mich recht erinnere, auch erst anfangen können, bereits in der Stufe vorher. Aber ich weiß noch nicht, wie viel Häckselgut, ja, wir springen nochmal einmal hier rüber, in dieses Fahrsilo gehen. Zack, tata, da ist es. Es ist relativ klein. Also, jetzt im Vergleich zu anderen Karten relativ klein, ne? Mal gucken, wie viel wir da reinbekommen. Deswegen wollte ich mit dem Häckseln anfangen, weil den Rest Mais möchte ich aber halten für die Schweine. So, der Plan. Und jetzt habe ich ein paar Mods runtergeladen. Hatte ich euch ja beim letzten Mal mit auf den Weg gegeben, dass ich mich da mal ein bisschen umschauen werde, ob es da nicht auch noch andere Häcksler gibt. Weil ich hatte nur die großen. Alles so über ja, 250, 300.000 Euro. Und jetzt habe ich ein paar andere Mods noch dazu genommen. Und jetzt schauen wir mal zusammen rein. Wir haben jetzt folgende Optionen. Also zum einen könnte man natürlich auch, wo ist es denn, sowas hier machen und das einfach an einen Traktor hängen. Hat allerdings nur 2,2 Meter Arbeitsbreite. Also relativ lütt. Damit wären wir recht lang unterwegs, würde ich meinen. Und dann habe ich folgende neue Mods mal mit drauf genommen. Also erstmal, ich glaube, die hier sind auch neu. Ja, die sind auch neu hier. Der Klaas Jaguar 800, die ganze Serie hier. Die habe ich neu mit drauf genommen. Ich habe hier ein Jaguar 695 für 60.000 Euro. Der schaut so aus. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Hat 316 PS. Und Rostelmasch, den hatten wir schon. Hier habe ich noch einen weiteren Rostelmasch mit draufgenommen. Und ich habe diesen Mengele Agrartechnik mit draufgenommen für 30.000. Bin gerade am Überlegen und ich hatte vorher einmal reingeguckt ins Spiel, ob die Mods jetzt da sind. Könnt fast meinen, der war irgendwie noch günstiger. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Der hat 220 PS. Würde sagen, nochmal eine Nummer älter. Ich habe keine Ahnung, ob es dieses Gerät wirklich gibt oder gab. Hat 25 km/h. Der Klaas im Vergleich dazu hat auch 25 km/h. 410 PS stehen. Ach so, ich muss den hochmotorisieren. Ah, guck mal, dann wird er nämlich noch teurer. So, dann hat er 410 PS, kostet aber nur 4.000. Okay, 64.000 würde der hier kosten, der andere 30. Kann ich den auch noch hochdrehen oder wie schaut's hier aus? Ist der fix? Man kann die Reifenvariante noch anpassen, okay. Klima? Ja, nö. Display kann man hier noch mit einbauen. Kisten? Achso, hier an der Seite und hier vorne wären dann Kisten. Rundumleuchte, Siliermitteltank. Für zwei könnte man noch mit dazu nehmen. Das wären hier die Varianten. Was haben wir an Schneidwerk parat? Wenn wir zum Klaas Jaguar tendieren würden, ach, da wollte ich gar nicht rein, ich wollte auf Kombination klicken, dann bräuchten wir hätten ein 4,50 Meter Schneidwerk zur Wahl von Camper. Oder ein größeres mit 6 Meter. Das bräuchte aber 580 PS.
Da kommen wir nicht drauf. Wenn, dann wäre es also das 4,50 Meter. Oder aber hier ein 6-Reihen-Maiskopf. Und ich kenne mich nicht ganz so aus, ob das hier quasi auch ein Häckselschneidwerk ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich habe halt keine Ahnung davon. Für mich sieht es fast eher aus wie ein Maisernter, ehrlicherweise. Aber ich würde, wenn, dann glaube ich erstmal das hier ausprobieren. Das hat 5,30 Meter Breite. So, die Varianten könnten wir fahren. Das hier hinten oder das hier vorne. Und das hier kostet halt gleich 60.000. Und das hier sieht irgendwie auch original aus. Ach ja, guck mal, das gehört auch dazu zum Jaguar 695. Sehe ich jetzt erst. War mit in diesem Mod-Paket. Tja. Ein Häcksler häckselt ja. Also gehe ich davon aus, da kommt geschredderter Mais raus. So. Ich war mir nur noch nicht ganz eins bei den Schneidwerken. Die Mengele-Schneidwerke sind halt um einiges günstiger. So, und da gäbe es das hier für 4 Meter für 8.000 Euro. Das ist natürlich mal ein ganz anderer Schnack, ne? Dann wären wir bei 38.000 Euro und hätten einen Häcksler mit 4 Meter Arbeitsbreite. Bei meinem Kontostand ist das vielleicht die schlauere Variante. Bei dem hier weiß ich nicht so ganz, was das für ein Schneidwerk ist. Ach so, das ist einfach nur ein Vorsatz, ne? Cornhead. Ha. Das ist aber auch ein Cornhead. Der kostet 6, der kostet 8. Ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt. Also, wenn ihr das wisst, schreibt das gern mal rein. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt zu dem hier tendieren, weil mir das Schneidwerk von der Form und allem her einfach bekannter vorkommt. Und hier sehe ich ja auch noch nicht mal Schneiden drin. Also, keine Ahnung, was das macht. Na gut, hier ist irgendwie was drin. Also hier werden die dann wahrscheinlich reingeführt und vorne in den Häcksler gezogen. Also so wie bei dem Klaas auch. Nach meinem Verständnis. Das hat 3,40 Meter. Also 38.000 Euro gegen 64 plus, was hatten wir da? Da ist er, 64 plus 16 macht 80.000. 80.000 natürlich schon harter Tobak. Andererseits sind wir ja aber irgendwie schon fast ein Klaashof. Also, ich weiß es doch auch nicht. Hätte ich mal einen Livestream angeschmissen, dann könnten wir zusammen abstimmen. Aber den hier kann ich mir ja auch leihen. Wir leihen den, wir kaufen gar nicht für 3.000. Das machen wir. Wir machen das so, wir leihen den 3.000. Wir müssen aber die große Variante leihen. Zusatzgewicht. Oh, da geht er hinten runter. 800 Kilo. Ah, die hängen hier unter der Stoßstange quasi. Ja, die kommen daran, auf jeden Fall. Siliermitteltank. Können wir ja mal ransetzen. Kostet nochmal 2.000. Aha. Reifenvariante, was haben wir denn da? Standard 2. Standard. Wir bleiben mal bei Standard. So, was würde der jetzt in der Miete kosten? 3.386. Dann machen wir das so. Wir mieten den. Zack. Und dazu, das würde ich jetzt ausprobieren hier mit dem 6-Reihen-Maiskopf. Möchte wissen, ob das funktioniert. Für 816 Euro. Siehste wohl. Ich glaube, bei der Größe brauchen... Und wir müssen ja nur einmal kurz über die Straße, ne? Da brauchen wir eigentlich hier nicht irgendwie noch einen Wagen dazu. Okido. Steht schief, wahrscheinlich, weil hier irgendein Anschluss ist. Damit es da nicht drauf liegt oder so. Oder Antrieb oder sowas. Dann lass mal gucken. Einmal von außen. Jetzt ist hier wieder der... So.
Ah, na klar, der starke Bauer geht immer an, weil ich meine. Ah, weil ich das Hat über Alt 1 ausschalte und dann immer Alt mehrfach drücke, dann geht. Und der starke Bauer ist auch auf Alt. Deswegen geht er auch immer an. Jetzt check ich's. Alles klar. So, Siliermittel brauchen wir noch. Das habe ich vergessen. Paletten. Da haben wir doch schon hier. Bon Silage, Siliermittel, das passt. Davon nehmen wir eine. Zack. Steht auch bereit. Sehr schön. So, optisch. Ja, das sieht für mich sauber aus, oder? Da kann man eigentlich nicht meckern. Guck mal, da kann ich mich hier auch auf die Palette stellen. Na, wir machen von hier machen wir ein Foto. Das ist gut. Zack. Und noch mal ein bisschen verschieben, dass man so ein bisschen Copy Space hat hier. Möglichst ohne die Palette drauf zu haben. Es wird gehäckselt. Angehäckselt wird. So. Wollen wir mal gucken. Spring mal rein. Oh, klingt gut. Fahrerkabine übersichtlich, würde ich sagen. Wir setzen mal nach hinten raus, damit wir das Schneidwerk hier aufnehmen können. So, mal schauen, ob wir noch irgendwas verbinden müssen. Ja, Elektronik natürlich. Und Zapfwelle, weiß ich nicht, da passiert nichts. Anscheinend nicht. Oh, das Lenkrad fährt sogar mit. Das ist ja cool. Dann noch auffüllen. Wo muss ich hin? An welche Position? Wahrscheinlich muss ich auf die andere Seite, hä? Das sieht mir ganz danach aus. Aber guck mal, das Schneidwerk ist auch schön zusammengelegt. Das ist ja super. Und bei dem Häcksler kann man hinten rausgucken. Grandios. Grandios. So, hier können wir jetzt auffüllen. Na, das hat doch mal was, oder? Das ist doch mal was Feines, das ist mal was anderes. Nicht immer dieser neumodische Kram hier. Sehr gut. Gott, wie viel geht denn da rein? Oha! Oha, okay, das dauert eine Weile. So viel brauche ich wahrscheinlich nicht mal. Nicht mal ansatzweise. Wie groß ist denn dieser Siliermitteltank? Ja, die ganze Palette weggehauen. Ja, gut, okay. Von mir aus. Hauptsache, es wirkt. So, Achtung. Häcksler unterwegs. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Wenn das jetzt auch alles funktioniert, wie ich mir das erhoffe, dann war das eine gute Entscheidung. Sehr schön wendig, nicht zu groß. Macht einen guten ersten Eindruck. So, und meine Überlegung ist jetzt, weil ich bin ja alleine, dass ich mir jetzt mit Follow Me leicht versetzt einen Abfahrer hinterherfahren lasse. Ich muss nur noch gucken, wo ich aufs Feld ansetze. Setzen wir hier an? Ich glaube, ich probiere es von hier. Jetzt brauche ich noch einen Abfahrer. So, Häcksler steht. Wen nehmen wir? Nein. 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 Ja. Ja, den kann man nehmen. Und außerdem steht er schon gut. So, welcher Hänger ist größer? Reisch oder Brandner? Der Reisch hat keine Angaben. Hä? Habe ich den noch auf Tiere
Komm, ich nehme den Brandner. 19,6. Ich glaube, dann der ist auf jeden Fall größer, wenn ich mich nicht täusche. Der sollte hier stehen. Jawohl, da sehe ich ihn. Dann mal davor. Also einen größeren Traktor hätten wir auch nicht hier durchgekriegt. So. Ist da noch was drin? Oh no! Wann habe ich die denn gekauft? Da ist Mischration drin. Guck mal an. Mal gucken, wie viel hier jetzt reingeht. Vielleicht sollte ich noch ein paar Kühe kaufen. Oder haut er die raus? Nein, nicht ganz. Ach komm. Okay, müssen wir kurz wegfahren. Ich hoffe, die Mischration geht ins Silo. Was natürlich blöd ist, ist, wenn ich mir hier das Fahrsilo vollhaue, dann wird es ein bisschen enger auf dem Hof. Mit dem Rangieren. Ja, um Drehschemel komme ich hier nicht rum. Und ich fürchte, das ist hier viel Handarbeit. Mit Einfahren und so. Jawohl, Mischration wird hier angenommen. Das ist schon mal gut. Dann packen wir die da mal rein. So, und jetzt drückt mir die Daumen, dass das hinhaut. So, das haben wir. Und dann begeben wir uns mal auf Startposition. Da hinten wollte ich starten, ne? Gucken, ob das jetzt klappt oder nicht. Ich muss hier so ein bisschen über die Ecke. Sonst kriege ich den hier nicht connected, fürchte ich. Das sieht schon mal gut aus. So, der muss aber ziemlich dicht ran. Ich setze den mal auf 15 und wir versetzen den 2,5 Meter zur Seite. Würde ich sagen. Das könnte höchstwahrscheinlich so hinhauen. Na dann, wollen wir mal gucken. So, Follow Me ist an. Der Hänger ist, mal kurz gucken, der ist geöffnet. Sehr gut. Müsste hinhauen. Boah, der Größenunterschied, oder? Guck mal. Der Class Axion 870. Wir haben ja nicht mal den größten, weil der hier auf der Karte ja auch gar keinen Sinn ergeben würde. Aber der ist so groß wie der Häcksler hier. Krass, krass, krass. Okay. So, Motor an. Da müssen wir höchstwahrscheinlich erstmal Schneidwerk aufklappen, Erntevorsatz aufklappen. Gut, ich muss gar nicht wechseln. Aha. Okay. Das haben wir. Das Rohr zuerst ausfahren. Wie? Ach so, na klar, das Rohr ausfahren. Logisch. Ich war gerade voll auf Drescher. Das war gerade irritiert. Okay, so wäre er in Betrieb. Mal schauen. Das sieht gut aus. Das Rohr ist auch direkt richtig ausgerichtet. Wunderbar. Na dann, wollen wir mal gucken. Dann fahren wir mal rein. Keine Ahnung, wie wendig der ist. Muss natürlich ein bisschen aufpassen mit Follow Me. Ich gehe davon aus, dass er mir ein paar Mal in die Quere kommen wird und wir hier korrigieren müssen.
Ja, der ist noch nicht dicht genug dran hier. Der muss noch dichter dran. Gehen wir mal auf 10. Ja, jetzt dreht das Rohr. Was ist mit 5? 5 ist aber schon hart. Aber ich fürchte, dass ich so nah ran muss. Ja, wollen wir mal gucken. Mal kurz Außenansicht und dann würde ich hier tatsächlich mal schauen, dass ich mit VCA fahre. Und vielleicht fahre ich auch einfach in Bahnen. Mit Follow Me vielleicht sinniger. Und? Haut das hin? Ich meine, der fährt ja versetzt von mir, ne? Oder kann der Hänger... Mist, das habe ich natürlich nicht geguckt. Aber der Anhänger müsste doch eigentlich... Der muss ja Maishäcksel nehmen können. Aber wir versetzen den nochmal weiter zur Seite. Wir gehen mal auf 3,50 Meter. Ja, wir gehen mal auf 4. Ich muss mich da jetzt so ein bisschen rantasten hier. Der zerhaut mir natürlich die ganzen Mais jetzt hier die ganze Zeit. Was ist, wenn der genau daneben fährt? Auf gleicher Höhe quasi. Kommt das hin mit dem Schneidwerk? Ja. Okay. Aber dann muss ich wirklich... Ups. Ach, ich bin im Falschen. Ich wollte gern in den Häcksler einsteigen. So. Okay, das funktioniert jetzt. Ja, sauber, Leute. Gut, dann muss ich aber auf diesen geraden Bahnen bleiben. Aber das haut hin. Wir häckseln gerade mit Follow Me und ich fahre manuell mit einem Class Jaguar 695. Das ist ja mega cool. Wie cool ist das denn? Oh, ich bin gespannt, ob ihr kommentiert, was ihr sagt zum Class. Bin gerade total gehypt hier. Sehr, sehr geil. So, das Feld hat so eine Schräge auf der anderen Seite. Das ist jetzt... Ah, da muss schneller hinterherkommen. Okay, das passt vom Feldrand her. Deswegen gebe ich dem noch einen halben Meter mehr Abstand. So. Und... Ich lasse den eher vorfahren, weil der ist ja scheinbar langsamer unterwegs als ich. Und der Klaas hier, der hat ja, glaube ich, keinen eigenen Tank. Das heißt, das Häckselgut ist dann irgendwie auch, wenn ich es richtig verstehe, verloren. Ich darf einfach nicht zu schnell werden hier. Wir müssen das schön, gemütlich und sanft über die Bühne bringen. So, und jetzt ist nämlich meine Überlegung, dass ich jetzt den Helfer quasi drehen lasse, also auf die andere Seite drehe vom Häcksler und wir diese Bahn wieder runterfahren. Weil anscheinend, wenn der mir hinterher fährt, also dass ich jetzt durchsteche, das ist glaube ich nicht drin. Also ist das ein bisschen manueller Aufwand hier die ganze Zeit. Wir nehmen den Helfer da jetzt mal raus. Dann bringen wir den Häcksler in Position. Achso, ich muss auch aufs Schneidwerk gehen, wenn ich es hochfahren will. Ich wundere mich, warum fährt das denn nicht hoch? So. Da wir VCA ja anhaben, können wir jetzt hier ganz easy auf die nächste Bahn. Und jetzt muss ich halt den Abfahrer einmal drehen.
Weil der fährt mir ja sonst durch die Frucht. Das wollen wir nicht. Und den hier nebensetzen. Ne, ich glaube, ich muss ihn hier hinsetzen, damit er den erkennt. So, Klaas Jaguar. Ah, stopp. Andere Seite, andere Seite. Helfer raus. Und erst die Einstellungen machen. Das war jetzt blöd. Ich habe Follow Me schon aktiviert gehabt. Das war nicht schlau. Also erst die Follow Me Einstellung machen, dann aktivieren. So, Follow Me. Allerdings, ich muss Follow Me aktivieren, damit ich Einstellungen vornehmen kann. Das ist natürlich... jetzt kriege ich den Drehschemel hier nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. So. Ja, ich werde ein bisschen besser. Ich werde ein bisschen besser. Follow me. Von hier erkennt er nichts. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Das ist nicht ganz so praktikabel. Wie sieht das Feld hier hinten aus? Wenn wir den doch auf der Seite belassen. Das geht schon ziemlich gerade runter, ne? Okay, dann machen wir das so. Wir machen das wie folgt. Wir fahren jetzt hinten auf die Spur. Der war ja eben links von mir. Und das wird er auch bleiben. Und dann gehen wir hier auf die nächste Spur. Guck mal an, das Feld ist aber ja sowas von auf die Arbeitsbreite hier ausgelegt, würde ich mal behaupten. Wieder hinterher. Ein bisschen Abstand. Follow me an und jetzt erstmal den Abstand wiederherstellen. So. 4,50 Meter hatten wir. Und dann sind wir näher ran. Und jetzt müssten wir eigentlich immer im Kreis fahren können. In der Theorie. Abfahrt. Mal gucken, ob es klappt. So, hat, mache ich euch aus. Und dann würde ich jetzt quasi hier rum, hier hinten rum und hier wieder auf die Bahn gehen. Und dann wieder hier hochfahren. Und dann wird das Feld halt Stück für Stück schmaler. Aber ich glaube, das ist der beste Workaround, wie es hier am ehesten funktioniert. Würde ich jetzt mal so drauf tippen. Ein schönes Bild von hinten. Da eine kleine Drohnenperspektive. Also ich bin gerade sehr begeistert von diesem Häcksler. Bin ich gerade mega gut, das Teil. Jetzt hoffe ich nur, dass ich dann auch alles vernünftig in den... ins Fahrsilo kriege. Dafür muss ich dann natürlich immer stoppen. Ich könnte auch gucken, ob ich da für das Abfahren zumindest so eine Autodrive-Strecke eingestellt bekomme, aber wirklich sinnvoll ist das auch nicht, ne? So, Schneidwerk einmal anheben. Und jetzt fahren wir hier schön im Duett einmal ums Feld. In der Hoffnung, dass wir nicht kollidieren. Gut, der Große muss hier jetzt ein bisschen über die Fläche. Das geht nicht anders, sonst komme ich hier gleich nicht rum. Aber guck mal, das passt alles. Das ist ja mega gut. Und weiter geht's. Ja,
Ja, der eine bleibt dann stehen. Da hatte ich VCA noch nicht vernünftig eingeschaltet. Auf dem Weg zu unserer eigenen Silage. Ich könnte den Reisch hier noch hinten mit anhängen. Allerdings glaube ich, dass ich das dann mit dem Silo nicht vernünftig hinbekomme. Und mir fällt gerade ein, dass ich noch gar kein Schiebeschild oder sowas habe. Da muss ich mir dann auch noch meinen Kopf machen. Und gerade bin ich auch irgendwie mit dem Traktor unterwegs, der theoretisch der schwerste ist und am besten verdichten könnte. So. Häcksler aus, weil Abfahrer voll. Huch, warum bin ich so schnell? Achso, wir sind auf schneller Laufen. Helfer raus, ich übernehme. Erste Runde abfahren. Jawohl, der ist nämlich voll. Gut. Jetzt kann ich natürlich immer von unterschiedlichen Richtungen ranfahren und abladen. Je nachdem, wo wir gerade am Feld ankommen. Ob das schlau ist? Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Aber ich glaube, von hier oben ist es am sinnigsten, weil wir dann gerade reinkommen. So. Und ohne mich läuft da jetzt ja auch gar nichts. Ich kann ja jetzt nicht weiterlaufen lassen. Mit Helfern oder so. Also müssen wir das dieses Mal tatsächlich alles selber machen. So, ich habe überhaupt kein Gefühl für die Länge von diesem Silo. Let's see. Ich weiß nicht, wie schnell ich hier durchfahren muss, damit das mit der Länge einigermaßen hinkommt. Und ich war jetzt auch nicht sonderlich gerade. Sehr gut. Ja, okay, okay, okay. So, vielleicht drehen wir vorne einmal und fahren schon mal eine Runde rüber. Gott, ich habe so eine Zipperjacke an. Die muss ich mal eben kurz aufmachen. Gibt ja nichts Schlimmeres, ne? Wenn man mit dem Lenkrad spielt und dann hat man so eine Zipperjacke an und dann ist der Reißverschluss immer im Weg. Das kann ich gar nicht leiden. Eigentlich müsste ich von der anderen Seite drüber brettern, aber naja. So, schon mal ein bisschen platt drücken. Und schieben kann man dann immer noch. Ja, komm, hier so ein bisschen. Drehschimmel. Du hast ja auch Gewicht. Das Blöde ist, ich sehe den Drehschimmel gerade nicht. Nee, ich muss in die Richtung. Das wird direkt so ein bisschen verdichten hier. Ja, ja, läuft doch, läuft doch. Ah, Leute, auf dem Weg zu unserer ersten eigenen Silage. Perfekt. Oh Gott, wo bin ich denn darüber gedonnert? Na, ist auch ein bisschen enger hier alles. Also, da war aber eigentlich nichts. Ich glaube, das sind diese... Ich habe ja das amerikanische Modell genommen, wo die Scheinwerfer so nach außen zeigen. Die Rücklichter. Ich glaube, das war gerade das Problem. So, die Follow-Me-Einstellung müssten alle noch da sein. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt wieder dahinter. Wir bekommen knapp 3 Bahnen hin. Das ist schon mal gut. Ich traue mich nicht, den Reisch jetzt auch noch mitzunehmen, weil wir haben ja gesehen, eine so eine Ladung hier.
Das ist dann schon so ziemlich... Ja, das war jetzt nicht so schlau, dass du dagegen gefahren bist. Ah, aber guck mal, das war ein Zwischenspeicher. Alles klar. Das hat also hingehauen. Aber er hat einen ordentlichen Schubser nach vorne gekriegt, ne? So, den Reisch möchte ich jetzt nicht noch zusätzlich anhängen. Ich glaube, das wäre zu krass. Ist, glaube ich, genau richtig, hier mit dem Brandner unterwegs zu sein. Ja, da bin ich blöd angefahren. Da wird was stehen bleiben. Da hätte ich früher einlenken müssen. Aber dann hätte ich den Follow-Me-Fahrer zu sehr irritiert. Gut, was am Ende stehen bleibt, das muss ich dann korrigieren. Ich freue mich total, dass das gerade so gut hinhaut hier. Mega cool. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das löst, das Problem beim Häckseln, wenn ihr denn Singleplayer spielt. Setzt ihr einfach den Standardhelfer aufs Feld an und fahrt ab? Ich meine, Courseplay, Autodrive ist klar, das werden viele machen. Aber mal Lösungen abseits von Courseplay und Autodrive würden mich interessieren. Was nutzt ihr da? Ein Class-Duett hier. So, ich drehe jetzt schon mal ein. In der Hoffnung, dass das passt. Und gehe hier auf... Ah, nee. Einen weiter müssen wir. Da müssen wir hin, VCR, genau. Witzig, wie er rechts einfach noch diese eine Reihe hier mitnimmt, obwohl die offensichtlich nicht im Schneidwerk ist. Oh, jetzt doch nicht mehr. Okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Aber wenn ich das so richtig einschätze und hier mal über das Feld gucke, wir haben jetzt einen Wagen ins Silo gefahren. Da ist noch ordentlich Platz im Silo. Und das waren drei Bahnen. Jetzt sind wir, demnächst sind wir auch schon wieder kurz vor voll, wenn wir auf der nächsten Bahn unterwegs sind. Also werde ich wohl von der Fläche auch noch was häckseln müssen. Vielleicht die Hälfte oder so und den Rest dann für Schweine. Könnte Sinn ergeben. So, mal wieder näher ran. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den neben mir nicht in die Bäume manövriere. Aber ich würde gerne ein bisschen weiter raus als beim letzten Mal. Dass der so hier über den Grünstreifen fährt. Ja, genau. Und ich hier gut eindrehen kann. Das sieht, glaube ich, besser aus. Schneidwerk wieder runter. VCA rein. VCA rein. Warum springt der denn immer raus? Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte, es wäre schon aktiv. Jetzt habe ich da so eine Ecke stehen lassen. Das ist natürlich doof. So, aber demnächst ist hier auch schon wieder voll.
Was mir natürlich gut gefällt. Einmal fully booked. Und wir übernehmen. Diesmal kommen wir von der anderen Seite. Mal gucken, ob man da auch irgendwie rankommt. Oh, da hätte ich abbiegen müssen. Ich muss hier mal Rasen mähen, man sieht das ja gar nicht. So, wenn wir jetzt einfach... Oh, oh, passt das? Nein! Wenn wir jetzt einfach bei den Kühen durchfahren, müsste das ja hinhauen, oder? Was ist das eigentlich? Ist das ein Heulager? Heu und Stroh? Das muss ich nochmal in Erfahrung bringen. So, kommen wir hier vernünftig durch. Das sieht gut aus. Jetzt schön nah hier ran. Schön nah, habe ich gesagt. Ja, guck mal, das sind nämlich die Leuchten hinten, glaube ich, mit denen ich immer hängen bleibe. Und ab dafür. Habe ich doch noch so einen Huckel da reingesetzt. So Mist. So, jetzt nicht falsch lenken. Ja, an der Wand müsste der ja eigentlich so lang schrabbeln, oder? Der müsste ja gerade bleiben. Glaube ich. Nein, tut er nicht. Ah, ärgerlich. Ist da was? Geht's einmal hier rum? Ist ja ein Drehschemel. Ui. Den habe ich nicht kommen sehen. Ihr wohl schon. So. Auf der Land of Italy habe ich mich noch darüber ausgelassen, dass ein Schadensmodell ganz toll wäre für den 25er. Ich sollte das wirklich, das muss ich zurücknehmen. Ich würde mir mein eigenes finanzielles Grab schaufeln. Das wäre gar nicht gut. Eine Runde mache ich noch. So, dass der schon mal einigermaßen verdichtet hier. Und davon kann man ja eigentlich auch noch mal so ein kleines Bildchen nehmen, ne? Gut, der Anhänger ist jetzt leer. Okay. Aber man kann... Oh, schön hier mit dem Kirchturm dahinter. Das ist doch schön. Kommt mit Photoshop noch so ein bisschen... Maishäcksel drauf auf dem Wagen. Klick. Sehr gut. So. Dann geidert schon mal zurück. Tja, und dann fürchte ich, dass wir in der nächsten Folge weitermachen müssen. Denn wir sind bei 45 Minuten. Fast. Schon wieder. Unfassbar. Es geht aber auch immer schnell. So, wir fahren jetzt von hier drauf. Aber gut, dann ist das so. Haben wir auf der Krebach wohl noch eine Zeit lang mit dem Häckseln zu tun hier, würde ich sagen. So, ich bleib hier stehen. Oh, nehmen das noch als Bild. Und hier ist schön, ne?
Das ist doch ganz cool. Da muss ich nicht mal was verstellen. Zack, haben wir noch ein schönes Bild. Sehr gut. So, Freunde, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Schreibt mir gern einen Kommentar dazu. Lasst mir gern einen Daumen da und ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf der Krebach. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.